Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Familienvlog von und zu Lomelowu. Ich sitze hier schon am Frühstückstisch. Wir haben Montag, 10.06 Uhr. Ich habe gerade unseren Chiemsee-Vlog beendet und fange sofort einen neuen Vlog an. Wir sind nämlich nur noch heute zu Hause und dann bin ich mit Flo schon wieder 2 Tage weg. Wir fahren nach Stuttgart zu Hühler, in die Hühler-Zentrale mit 9 Vertriebspartnern, also mit 9 Menschen, die auch einen erfolgreichen Weg mit Hühler starten wollen und in unser Team eingestiegen sind. Solche Leute begleiten wir. Wenn euch da mal rund um Hühler was interessiert, ich setze euch mal unsere Mailadresse auch unten in die Infobox. Meldet euch gerne oder folgt uns auf Lomello Wunder auf Instagram. Da ist nämlich unser Putzkanälchen, wo eben ja alles gezeigt wird, was der Hühler so kann. Und wenn du in mein Team mit einsteigen möchtest, also wenn du einen lukrativen Nebenjob suchst, deutschlandweit, du musst nicht bei mir in der Nähe wohnen, oder Österreich, dann melde dich bei mir, würde ich mich unwahrscheinlich freuen, wenn wir da zusammenkommen. Genau, ich habe jetzt dann gleich meinen ersten Termin zur Geburtsvorbereitung und deswegen, also Akupunktur zur Geburtsvorbereitung, deswegen gibt es heute mal wieder Leberkäse mit Brot. Ich fange jetzt einfach mal das Video an und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß bei unserem heutigen Video. So, dann kann ich mich nämlich mit euch unterhalten und nebenher ganz unverschämt was essen, sonst passt mein Zeitmanagement nicht. Ich muss nämlich dann gleich losfahren. Ja, was soll ich sagen? Ich habe heute meinen ersten Termin zur geburtsvorbereitenden Akupunktur. Das hatte ich bei Luna auch, bei einer anderen Hebamme, aber ist ja egal. Ich denke, das werden die gleichen Nadelansätze sein. Und muss sagen, ich hatte schon den Eindruck, dass das was gebracht hat. Weil ich da die Geburt von Luna toi 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 wirklich überhaupt nicht schlimm fand. Und das schiebe ich dann schon auf so alternative Methoden, die man da ansetzen kann. Mitunter verwende ich jetzt auch schon wieder meine Schüsslersalze. Zeige ich euch mal ganz kurz. Habe ich ebenfalls damals bei Lu genommen und für gut befunden. Das ist einmal die Nummer 2, einmal die Nummer 5 und einmal die Nummer 7. Dann nehmt ihr 3-mal am Tag eine Tablette und soll einfach die Eröffnungsphase um 2 Stunden verkürzen. Und auch das werde ich wieder einnehmen, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, dass mir die Schüsselsalze da wegen der Geburt oder bei der Geburt von Luna unwahrscheinlich geholfen haben. Da kommen dann auch noch irgendwann die Nummer 4 und die Nummer 8 dazu, wenn ich dann anfange zu stillen, zwecks Milchproduktion. Da hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass es meinen Milchfluss unwahrscheinlich angeregt hat. Ich hatte ja Milch ohne Ende, konnte am Ende auch einfrieren. Und wenn ich dann mal so Tage dabei hatte, wo ich irgendwie, warum auch immer, ein bisschen weniger Milch hatte oder irgendwie das Gefühl hatte, Luna wird nicht wirklich satt, habe ich von diesen Schüsselsalzen einfach täglich mehrere genommen. Ne? Also da kann man ja auch stündlich eine nehmen, in akuten Zuständen. Und dann habe ich irgendwie echt gemerkt, wie ich wieder mehr Milch bekommen habe und Luna satter wird. Deswegen, das kann ich euch wirklich nur empfehlen, kann ich euch ja mal unten in der Infobox verlinken. So, da bin ich schon wieder. Ich hatte mich jetzt total verquatscht mit meinen Girls aus der Gruppe. Es war ja nicht nur ich zum Akupunktieren da, sondern auch andere. Und da haben wir uns jetzt richtig verquatscht. Es war jetzt richtig schön, weil man sich ja sonst nur vom Computer kennt. Und ich muss mich mal schnell abstellen. Ich muss mir was zu trinken einschenken. Anschließend war ich noch bei Rossmann und habe noch ein paar Sachen gekauft. Es dauert ja doch nicht mehr so arg lange. Ich will die Klamotten, die ich bis jetzt habe, mit dem Persil sensitiv durchwaschen. Das habe ich bei Luna schon gemacht und sie hat es mit der Haut super gut vertragen. Dann habe ich mir noch einen Hip-Stillsaft für meine Kliniktasche besorgt. Das habe ich bei Luna auch total gern getrunken. Der schmeckt mir einfach auch unwahrscheinlich gerne. Deswegen trinke ich den so gerne. Entweder den von Hip oder den vom DM, also von der Eigenmarke von DM. Dann habe ich mir, ja, oben fürs Bad will ich unsere Seifenspender auf Sagrotan umstellen. Da habe ich jetzt noch einen mitgenommen.
Einmalwickelunterlagen. Ich werde 90% des Tages nämlich schon unten auf dem Sofa wickeln mit einer Einmalwickelunterlage. Da will ich mir in unser Lowboard unterm Fernseher einfach so ein Fach einrichten für den Kleinen mit Wickelunterlage, Feuchttüchern und Windeln. Ich laufe nicht, wenn er reingepfeffert hat, mit ihm die Treppen hoch und wickel ihn in seinem Zimmer auf der Wickelkommode. So was macht man ganz romantisch beim ersten Kind, beim zweiten nicht mehr. Da muss es einfach schnell gehen. Oder ich habe auch eigentlich, Luna, muss ich sagen, sehr viel auf dem Sofa immer gewickelt. Ich brauche da keine Wickelkommode dafür. Er ist ja auch ein Sommerkind, von daher brauchen wir wahrscheinlich auch kaum diesen Heizstrahler. Ich weiß gar nicht, ob ich den Flo überhaupt an die Wand bohren lasse. Deswegen eben Wickelunterlagen. Dann habe ich noch Pampers Sensitive gekauft. Man muss ja doch irgendwie auch sagen, man weiß nicht, wann es losgeht. Und am Ende muss der Flo das alles besorgen und ist dann wieder völlig aufgeschmissen. Und weil ich natürlich die Rossmann-App habe, habe ich mir gleich dieses Hallo, ich bekomme ein Babypaket von Rossmann mitgenommen. Voll süß, dieses kleine Täschchen. Das werde ich sicherlich zweckentfremden und mit in die Klinik nehmen für meine Kliniktasche. Wenn ich die dann irgendwann packe, wenn wir dann von Hühler wieder zu Hause sind. Naja, und ich will halt einfach vorher alles besorgen, dass der Flo das nicht besorgen muss. Weil mich Flo dann sowieso wieder fragt, was ist denn das? Kannst du mir mal ein Foto davon schicken? Und dann besorge ich das jetzt im Vorfeld einfach schon selber. Give me some directions to get to you, to get to you. Ain't gonna waste my time. I know that we got connection. I think about you. You're on my mind, on my mind, on my mind. Yeah, I'm going out of my mind, out of my mind, out of my mind. Yeah, for you, my love. Tell me what to do, what to do. I'm on my knees, yeah, I am begging you, begging you. I'll break the rules if it will get me to, get me to, yeah. Wäsche, das ist mein absoluter Endgegner. Und jetzt kommt ja bald noch ein kleiner Schnuffi dazu. Ich wasche und trockne schon die kleinen Bodies und Schlafanzüge und so weiter und so fort, dass ich das endlich mal in die Kommode reinräumen kann. Und zwischendurch natürlich auch noch unsere Wäsche. Um meinen Klinikkoffer endlich mal zu packen, muss ich nämlich auch noch Sachen waschen, die ich unbedingt mitnehmen will, aber halt letztens erst getragen habe. Beziehungsweise will ich den Kleinen im gleichen Shirt entbinden, wie ich Luna entbunden habe. Da bin ich einfach so, deswegen habe ich das Oberteilchen extra aufgehoben. Und das habe ich jetzt endlich gefunden in dem ganzen Krimskrams und auch nochmal, oder will es auch nochmal durchwaschen.
Deswegen bin ich mit meinem Klinikkoffer immer noch hinterher. Was zum Beispiel hier auch schon gewaschen ist, und das wollte ich jetzt nicht mit in den Trockner machen, ist so eine Beistellbettumrandung von Babybuy. Die habe ich einer lieben Mami mit noch ganz anderen tollen Sachen für den kleinen Mann bei Vinted geschossen. Also die war richtig günstig, vor allem denen ihr Kleiner hat nie im Babybuy geschlafen. Also die war neu und unbenutzt und so sieht sie auch echt aus. Freue ich mich voll, obwohl ich auch eine richtig süße Bettschlange von Lalu bekomme. Und hier dann auch gleich nochmal, ja, ganz unspektakulär eigentlich. Ich wollte so eine stinknormale, einfache Wippe haben, die man ein bisschen so verstellen kann in Liegeposition, wenn sie noch so kleinere Schnuffelpuffel sind, aber dann halt auch so sitzend. Habe ich bei Lu gehabt, von meiner lieben Freundin Steffi damals ausgeliehen, eine Wippe. Und die fand ich voll praktisch, wenn ich mich früh im Bad fertig gemacht habe und die Lu damals schon wach war. Hat sie natürlich gerührt, wenn ich dann nicht da war, aber so konnte ich sie immer früh da reinsetzen und konnte dann in Ruhe duschen und sie hat mich halt gesehen und so bin ich dann eigentlich relativ cool immer mit ihr in den Tag gestartet. Und das möchte ich mit dem Kleinen auf jeden Fall auch machen. Also auch wenn der dann schon wach ist und ich Luna und mich dann für die Schule ja dann irgendwann schon fertig mache oder halt auch restliche Zeit Kindergarten, dann kann ich ihn da schön reinlegen und er kann dann mit zugucken, wie sich seine große Schwester und seine Mama halt im Bad fertig machen. Ja, und auch ansonsten fand ich es halt ganz cool. Ich meine, unten haben wir dann ja im Untergeschoss den Stocke stehen, auch mit so einer Babyschale, habe ich euch ja schon mal in dem Vlog gezeigt. Das wollte ich wirklich explizit haben, wenn Flo mal außer Haus arbeitet und ich dann einfach mal duschen gehen will, dass ich den Kleinen mit in den Raum nehmen will. Die war voll günstig, finde ich. Bei Amazon habe ich die für knapp 40 Euro genommen und ich habe halt so ein ganz neutrales, also ich bin da ja nicht so, ich muss da kein Winnie-Pooh-Muster haben oder sonst was, deswegen ist sie beige mit so einem Eisbärchen und die baue ich jetzt schnell zusammen, das habe ich nämlich Lu versprochen, wenn sie heimkommt, dass wir da dann mal ihre Puppe reinsetzen können. Da steht sie jetzt. Ich finde sie richtig süß. Die Schildchen schneide ich noch ab. Und ich denke, sie wird auf jeden Fall ihren Zweck erfüllen für den kleinen Zwaggel. Wir bekommen die nächsten paar Monate tatsächlich die Degusta-Box. Ich wurde gefragt, ob ich testen möchte. Und da sage ich natürlich nicht nein. Als wir gestern nach Hause kamen, hat uns die erste erreicht. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon wieder mega begeistert. Natürlich haben wir sie gestern schon mal geöffnet, um reinzuspitzen, weil wir es nicht mehr erwarten konnten. Deswegen ist sie nicht mehr ganz original verpackt. Sie ist eigentlich schon richtig gut verpackt, dass nichts kaputt gehen kann. Und enthält jetzt im Monat Mai einen Pfanne-Eistee mit Melone. Haben wir gestern schon alle ein kleines Schlückchen probiert. Ich finde ihn super lecker, vor allem eisgekühlt mit Eiswürfeln. Ich darf ihn momentan nicht trinken, deswegen bleibt er meinen Lieben erhalten. Dann hatten wir Sunrise Crunchy, 3 Stück drinnen, mega fein, Milch und Cerealien. Da habe ich gestern, ab und an darf ich mir was zu naschen gönnen, da habe ich mir gestern tatsächlich ein halbes gegönnt. Die andere Hälfte ist noch im Kühlschrank, da waren 3 Stück drinnen. Dann ein Seelenwärmer, Familiencreme-Pudding, Grieß von Dr. Oetker zum Ausprobieren. Von Loacker gibt's Peanut Butter Kekse, auch auf die freue ich mich. Von Dr. Oetker so Mini-Gugelhupf Marzipan-Style, auch super interessant. Momentan noch nicht natürlich, ein alkoholfreies Jever-Fun mit Blutorange. Werde ich nicht trinken, weil solche alkoholfreien Getränke ja trotzdem immer so einen Restalkohol haben, also unter 0,5% oder irgendwie so. Ja, unter 0,5 Volumenprozent. Sowas kommt für mich trotzdem nicht in Frage. Aber wenn ich dann mal wieder darf, so als Zischung am Abend, von Schoketten Cake Time à la Lemon Cupcake, so eine Limited Edition, finde ich auch cool. Würde ich so im Laden tatsächlich nicht mitnehmen, aber zum Ausprobieren und dann vielleicht zum Gutfinden
ist sie mit in der Degusta-Box drin. Und darum geht's, finde ich, bei der Degusta-Box. Dass man einfach Sachen probiert, die man so nicht kaufen würde und gibt ihnen dann aber die Chance, vielleicht dein Lieblingsessen zu werden. Thunfisch mit Chili, das ist auf jeden Fall was für Flo, weil der mag nämlich Thunfisch und der mag Chili. Dann finde ich auch super witzig, Linolada-Milch, also sprich, naja, ich würde jetzt mal sagen, Haselnusscreme halt nur mit Milchgeschmack. Und Linolada ist so ein typisch kroatisches Nutella, sage ich jetzt mal. Finde ich cool, dass es das jetzt auch in Deutschland geben wird und eben dann auch mit Milch. Kann ich mir auf Pfannkuchen oder Crepes total gut vorstellen, als Alternative zum Nutella. Von Tomi gibt es die natürlich leichte, cremig wie Mayo, auch richtig cool. Würde man so halt nicht mitnehmen, sondern ganz normale Mayonnaise. Und das finde ich einfach geilo bei der Degusta-Box, dass du Sachen ausprobierst, die dir dann am Ende super gut schmecken. Du würdest sie aber so im Regal einfach liegen lassen. Das ist wieder was für Flo. Maretti Bruschetta Chips. Sour Cream and Onion Style. Und ja, das war der ganze Inhalt. Ihr könnt euch ja die Degusta-Box nach Hause bestellen. Die wird dann einfach mit DHL geliefert. Und könnt sozusagen losschlemmen und probiert einfach Sachen aus, die ihr so nicht ausprobieren würdet. Wie zum Beispiel diese Schoketten hier. Die kann ich mir total gut vorstellen an einem sommerlichen Abend als Nachspeise nach dem Abendessen außen auf unserer Terrasse. Und dafür finde ich es richtig cool und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt 4 Monate in Folge mal die Degusta-Box testen dürfen. Und weil ich sie testen darf, konnte ich natürlich auch einen Rabattcode für euch ergattern. Mit meinem Rabattcode Lumelu, den ich raushandeln konnte, ersparst du 6 Euro auf deine erste Box. Das heißt, die erste Degusta-Box kommt dir bloß auf 9,99 Euro. Ansonsten kostet sie 15,99 Euro, aber sie ist wirklich prall gefüllt. Ich habe es gestern mit Flo mal ausgerechnet. Man spart schon und wie gesagt, da geht es ja auch eben darum, einfach mal seinen Horizont geschmacklich zu erweitern und Sachen auszuprobieren oder zu testen, zu schnabulanzen, die man vielleicht so nicht schnabulanzen würde. Und sie einem dann wahrscheinlich schmecken und man sie nachkauft. Und das finde ich eine richtig coole Idee. Ich liebe solche Unboxing-Sachen einfach. Ich freue mich da jetzt jeden Monat, wenn meine Degusta-Box kommt. Und ja, hoffe, du hast genauso viel Spaß wie ich dabei. Alle Infos rund um die Degusta-Box, sprich den Link und nochmal meinen fulminanten Rabattcode Lumelu, findest du natürlich unten in der Infobox. Hallöchen, meine Lieben, und ich muss euch leider wirklich mitteilen, dass ich einfach so verpeilt bin, dass ich schon wieder vergessen habe, dass ich überhaupt vlogge und da jetzt tatsächlich ein paar gute Tage dazwischen liegen. Zwischendurch waren wir jetzt schon bei der Hühlereinschulung und so weiter und haben heute Samstag, den 14. Mai, und ich komme dazu, dieses Video zu beenden. Ja, ich bin einfach manchmal so verballert. Es tut mir wirklich leid. Trotzdem hoffe ich, dass dieser kleine, aber feine, unterhaltsame Vlog euch gefallen hat. Ihr guckt beim nächsten Video auch wieder mit rein. Hey, da ist ja mein Lieblingskind. Hallo! Und ja, gebt ein Like, verzeiht's mir, so ist es eben, wenn man schwanger ist. Die letzten 3 Wochen sind angebrochen, ich fühle mich weiterhin gut. Mal schauen, wann der Kleine das Licht der Welt erblicken mag. Meinetwegen kann er kommen, darf aber auch gerne noch ein bisschen drin bleiben. Und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit zu viert und natürlich auch die gemeinsame Zeit dann mit euch. Und sage wie immer, tschüssi, bis zum nächsten Mal.